Da habt ihr Ja, nicht Unrecht. vielleicht Ja. sollten wir den anderen jetzt folgen, bevor die wieder in irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Aber bevor ihr geht ihr mal dahin, wenn ich eh schon durch die ganze Scheißstadt nachher laufen muss, dann schaue ich mir so lange noch mal den Chortempel an und gehe ein bisschen beten, weil bei den Prajoten bin ich nicht so beliebt, würde ich sagen. Ach, Rafim, dann kommt ihr ja an der alten Residenz vorbei. Könnt ihr Ja. euch dann vielleicht mal nach einem Schlüssel für hier erkundigen? Mache ich. Sehr gut. Wie heißt die Villa nochmal? Bardusruh. Steht hier am Schild. Bardusruh. Soll ich euch das aufschreiben? Das ist doch mal ein hervorragender Vorschlag, Abel mir. Kommt einmal her. Ja, ich lasse mir das von Abel mir aufschreiben. Schreib dann mal daneben ein Schlüsselsymbol. Lege mir selber zu und stecke es ein. Krieg ich hin. Sehr schön. Wollten Yarlan und Keras jetzt zum Mesindetempel oder zur Stadt des Lichts? Ja, Jana stopft jetzt zur Stadt des Lichts und schleift Keras mit, ob er will oder nicht. Ja, ich lass mich dann nicht wieder wegen. Rafim möchte alleine dann erstmal losstapfen oder möchtest du auch erstmal davor stehen bleiben, mitkommen? Wie jetzt es gern? Ich stapf los, weil ich möchte nicht in die Stadt des Lichts. Gut. Könnt ihr das Dann. glauben, Karino? Könnt ihr euch diese Ketzereien anhören? Nun. Ich habe mich dran gewöhnt. Warum gewöhnt ihr euch denn dann sowas? Ich war jetzt lange genug mit diesen Leuten unterwegs. Dulden sollte ich es trotzdem nicht. Und Ach was, schließlich tun so wir, schlimm was ist wir es noch tun, ja gar im Dienst nicht. der Götter und nicht einfach so aus einer Laune heraus. Ja, die Kapuze eng ins Gesicht gezogen. Ihr könnt noch mal spüren, wie über euch Blitz und Donner toben und es stürmt und einige Bäume dann auch noch herumgewirbelt werden, Laub. Was dann verbrannt oder verkohlt, dann hier noch weiter umher um euch herum wirbelt. Und dann könnt ihr auch noch hinter euch im Knarzen des Kieses sehen oder hören, wie die anderen euch kurz daran folgen. Wenn ihr dann vor dem Inquisitionsgebäude stehen bleibt und euch da gerade anmeldet, die Papiere werden dann gerade herausgeholt, ordnungsgemäße Verwahrung vom schwarzen Paladin von Granguaus eben immer noch gegeben. Man hat sich auch bisher noch nicht weiter mit ihm unterhalten, einfach nur ihn mit Wasser und Brot versorgt, damit er erstmal noch am Leben bleibt. Und ja, während Yarlan gerade seine Unterschrift dort leistet, könnt ihr sehen, wie die Tür nochmal aufgeht. Stürmt gerade nochmal ein bisschen und dann treten Abelmir, Iserun und die beiden Zwerge ein. Wo ist der Große? Er ist wohl beten gegangen. Und will die Schlüssel hören für die Villa. Nun gut. Das ja, sind dann, die Fahrer. ihr kennt euch sicherlich als Bandstrahler noch ein bisschen am besten aus. Er ist zwar jetzt in den Gefilden der Inquisition, ihr solltet dort trotzdem ordnungsgemäß dort unten verhalten. Viel Erfolg. Das Alles mit euch. selbstverständlich. Ich weiß ja, was die gute Frau Steinhauer mit Leuten anstellt, die sich nicht benehmen. Das geht auch für euch. Mal gucken nochmal über die Schulter. Die Zwerge gehören dazu, oder wie? Sie gehören dazu. Na dann, viel Erfolg. Dankeschön. Wer ist dieser Gefangene, zu dem wir jetzt gehen? Ein Sektierer, der, nun ja, vermutlich einen Erzdämon anbetet. Er hat die Plünderung von Tempelschätzen veranlasst und viele waren es 34, Iserun, richtig? Ja, 34 haben wir gezählt. Was einige viele Leute dazu getrieben, dass sie in der Stadt in einem Moment des Notes, der Not, Ketzereien verbreiten. Hat auch etwas von einem schwarzen Löwen erzählt. Schlimme Geschichten. Teilweise haben sich die Leute selbst gerichtet. Selbst gerichtet. Wir werden uns hier ganz genau an die inquisitoriale Halsgerichtsordnung wenden. Wenn dem Mann noch nur ein einziges Haar gekrümmt wird, krümme ich euch irgendwas. Ist das klar, alle miteinander? Grafim ist doch nicht hier. Zum Glück. Uns müsst ihr das nicht erzählen. Natürlich ist das klar. Wir wissen, wie die Rechtslage ist. Ihr übernimmt natürlich trotzdem den Vorsitz, das ist euer gutes Recht. Nun gut. Dann möchte ich diese Tür jetzt öffnen. Glaubt seine Lügen nicht und hoffen, dass Paris die Wahrheit schon ans Licht bringt. Und damit schließe ich auf.
Ja, es klackt mehrere Male und dann könnt ihr nach unten treten. Das sind nur ein paar Treppenstufen. Und dann seht ihr, wie es hier leicht stürmt. Also hier sind wohl wieder irgendwelche Trümmerteile eingeschlagen, haben dann Teile des Gefängnisses freigelegt, einige Stangen verbogen. Aber in einer der noch gesunden Zellen sitzt der schwarze Paladin. Ein, ja, etwas um die 50 Jahre, würdet ihr meinen, ein Mann, dem Arm und Bein fehlen. Seine Rüstung aktuell abgelegt, seine Holzprothese liegt blutend neben ihm auf der Bank und er betrachtet euch mit einem freundlichen Gesicht. Eure Götter zum Gruß. Unsere Götter? Selbstverständlich. Fangen wir doch mit den Formalitäten an. Euren Namen und euren Stand. Ich bin der schwarze Paladin von Grangor. Dies ist mein Titel, den kennt ihr. Früher nannte man mich Aljek von der Drachenzwinge, auch dies wisst ihr. Euer Stand. Ritter der Löwen. Geweiht wo? Grangor. Von? Im Vorstand der Rondra-Kirche. Rondrasil. Ritter der Löwen, ja? Ritter der Löwen, Rondra-Geweiht. Welche Tat verbrachte dir, um zum Ritter erhoben zu werden? Ich erschlug mehrere Oger, und zwar in der Schlacht der 1000 Oger. An der Seite von Raedri Conchubair und Saldor Foslarin. Dort, wo ihr euer Bein verlotet, eurer Aussage nach. Richtig. Verlort, verzeiht. Wie verlot ihr euer Bein? Leuchtet doch bitte die, sag mal auf die Zwerge, nicht Eingeweihten noch einmal. Ich habe es vergessen. Die Gewalten sprechen davon einer Verdrängung. Und euren Arm, habt ihr den auch vergessen? Und der wurde mir später, ungefähr 5 Jahre danach abgeschlagen. Das war auf Maraskan. Warum sagtet ihr nicht Rondra zum Gruße, wenn ihr Rondra geweiht seid? Weil ich eure alle Götter mit hineinnehmen möchte. Ich nicke. Das ist doch sehr höflich, jetzt wo wir hier Zwerge anwesend haben. Dieser Logik kann ich folgen. Euer Arm, Maraskan. Lasst euch nicht ablenken. Erzählt weiter. Ich habe nur einen Arm dort verloren. Kampf gegen Freiheitskämpfer. Erinnert ihr euch noch an das Gespräch, dass wir... 12-Götterplatz mit euch führten, als wir zum ersten Mal auf euch trafen. Verzeiht, zum zweiten Mal. Ihr meint im Tempel der Rondra. In der Tat. Selbstverständlich. Je noch, wer sie uns dort erzählt habt. Über euer Bein zum Beispiel. Verschiedene Sachen, aber ich erinnere mich auch daran, dass ich euch von meinem Bein berichtet habe. Damals war die Geschichte noch, dass ein Ogre es euch abgebissen hätte. Das ist das, was mir gesagt wurde, genau. Ich selbst erinnere mich nicht mehr daran. Kann man zweifeln über meine Schulter? Hört ihr bitte auf mit diesen Spielchen. Ihr kommt hier runter und sagt mir, ihr wollt die Wahrheit von mir hören. Wir wissen doch ganz genau, dass es nicht um ein Bein und nicht um einen Arm geht, sondern es geht darum, was ihr in den Eingeweiden dieser Stadt gefunden habt. Erzählt ihr wart auf der Suche davon. Nach den Statuen und ihr habt sie gefunden. Erzählt ihr habt eine Statue gefunden, die seit 600 Jahren genauso aussieht wie ihr selbst. Der heilige Vitus, Märtyrer der Stadt. Vor 1000 Jahren verbrannt und seit 600 Jahren steht seine Statue dort unverändert in den Eingeweiden, in der Kaserne der Ratten. Wieso nennt ihr diese Kaserne so? Weil dort viele Ratten sind. Und weil das Schild runtergebrochen ist, das habt ihr selbst gesehen. Ja, das ist eine sehr junge Entwicklung. Ja, aber sie ist aktuell. Was wisst ihr von den Statuen und von dieser Kaverne? Ja, vielleicht sollten wir anders anfangen und ihr erzählt mir, was ihr herausgefunden habt. Nein, so funktioniert das Spiel nicht. Diese Statuen wurden vor langer, langer Zeit erschaffen. Wisst ihr von wem? Klärt uns doch auf. Welchen... Fangen wir anders an. Steinhauer. Was sagt euch der Name Steinhauer?
Noch einmal, wir stellen hier die Fragen. Kann es sein, dass es eine Familie Steinhauer gibt, die aktuell in diesen Praios-Tempeln baut? Die seit jeher baut. Vor 600 Jahren gab es einen Mann namens Grimwulf Steinhauer. Er fertigte diese Statuen an. Er war der Lehrer von Ovilmar. Er war Vertrauter von Heliodane und diese Vertrauter von Selindian, beziehungsweise von dem Selemiten. Ich glaube, heutzutage nennt ihr ihn Aiosnob? Weiter. Sie erbauten überall in der Stadt Tempel. Viele Tempel. Sie gaben ihnen Namen. Teilweise auf dem Stadtfriedhof für die Patrizier, Exidium oder auch Zerstörung, den Tempel der Gerechtigkeit, Regnum oder die Herrschaft, den Tempel der Läuterung, Sanguis oder Blut, den Ausbau eines Tempels für die Festung der Sonnenlegion, Vis oder die Macht, die Gewalt, die Männlichkeit und die Priesterkaiser Noralex Sakral, Eternitas, die Ewigkeit. Woher kanntet ihr Reo Gemmenschneider? Ich selbst, ich kannte ihn nicht, aber er wurde mir vorgestellt von demjenigen, den ihr Enarch nennt. Den ich nannte. Woher kanntet ihr den Enarchen? Woher ich Enarch kannte? Er ist ein Vertrauter von mir. Wie habt ihr euch kennengelernt? In Maraskan. Und der Enarch hat euch dann Reo vorgestellt. Korrekt. Wer hat euch die Geschichte mit den Statuen erzählt? Enarch. Hat dieser Enarch euch noch andere Personen vorgestellt? Unter anderem? Welche? Wollt ihr jetzt Namen hören? In der Tat. Namen werden meistens abgelegt. Dann nennt uns die Namen, die er euch nannte. Sadek von Volterach. Ihr kennt den Namen? Am Rande. Dann sollten sich die anderen eventuell fragen, warum Jarlan den Namen Sadek von Volterach kennt. Sag Und mir ich stelle doch, erneut warum, die Frage, warum seine doch, Hand wo schwarz ihr eine Statue ist. Hattet, die genauso aussah wie ich. Genau das ist die Frage, die sich die anderen stellen sollten. Warum ist seine Hand schwarz? Warum steht dort unten eine Statue, die genauso aussieht wie er? Warum fängt er an, golden zu leuchten? Ihr stellt hier aber nicht die Fragen. Welchen Zweck hatte, seien wir mal so gut und sagen, Enarchs Plan mit den Zeloten? Mit den Zeloten? Die 8 Märtyrer ehren. Und welchen Zweck hatte der Plan mit den Tempelschätzen? Ich fange die Kettenglieder auszupacken und vor ihm auf den Tisch zu legen. Habt ihr denn gar nichts herausgefunden? Ich wundere mich. Wenn ich mir in eure Augen sehe, ihr seht tatsächlich so aus, als ob ihr nicht lügen würdet, als ob ihr einfach nur entweder dumm seid oder unwissend. Was habt ihr denn gemacht in der Abwesenheit, beziehungsweise während ich jetzt hier drin saß? Sagt es mir. Ihr müsst doch irgendetwas herausgefunden haben. Ihr habt diese Zeloten unter euren Bann gebracht. Wie auch immer. Mit einem alchemistischen Substanz, wie auch immer. Dieser Pilzsuppe. Korrekt. Das war nicht ich, sondern Reo. Im Auftrag von Enarch, nicht wahr? Korrekt. Ich habe diese Suppe nicht gekocht und ich habe sie nicht in Auftrag gegeben, aber sie wurden von Enarch ausgegeben und von Reo gekocht. Korrekt. Es ist nicht verboten, Pilzsuppe auszugeben. Diese Zeloten hatten nicht den Auftrag, die Taten der Märtyrer zu ehren. Jeweils nicht in dem Sinne, wie es offensichtlich scheint. Ihr wolltet Chaos stiften. Sie sollten exakt das vollführen, was damals die 8 Märtyrer taten. Das haben sie getan. Sie sind nach Bosporan marschiert und haben sich von Hela Horas hinrichten lassen. Ich sag ja, ihr seid dumm und einfältig. Aber in euren Freunden sehe ich diese Dummheit nicht, wenn ich zumindest in die Gesichter von Abelmir, Isarun schaue. Die haben verstanden, worum es hier geht. Ihr wollt dein Kind. Hört mal, wir sind hier nicht per Du. Wenn ihr sagt, die Namen werden meistens abgelegt, dann impliziert das, dass es noch weitere gibt.
Wie groß ist die Gruppe hier? Die aktuelle Gruppe besteht nur noch aus mir. Und Zadek von Volterach, offensichtlich. Der befindet sich allerdings nicht selbst an Gareth und gehört nicht zu diesem Kult. Es gibt also noch anderswo Kulte. Er ist so etwas wie eine Art Tempelmeister, würdet ihr sagen. Er agiert in ganz Aventurien. Sagen wir, ja doch, belassen wir es bei Aventurien. Aber seine Boten schickt er auch nach Myranor. Und wie tritt er mit euch in Kontakt? Er taucht auf, er findet uns. Und ich nehme einfach mal an, ihr habt keinen Weg, ihn zu kontaktieren. Nein. Natürlich. Und ich denke, alles ist gesagt. Er hat sich schuldig bekannt. Erzählt mir doch noch einmal, ihr hattet etwas von einem schwarzen Löwen erzählt. Ich bin nicht unbedingt vertraut mit dem Rondra-Kult hier im Norden, aber was hat es damit auf sich? Das ist einfach ein schwarzer Löwe. Nichts weiter? Nur ein schwarzer Löwe? Eine Metapher. Eine Metapher wofür? Ich bin neugierig. Aber mir, ihr sagtet eben etwas von, ich habe gestanden. Mich würde interessieren, was ich gestanden habe. Richtet ihr Menschen hin, die einen anderen Glauben haben? Richtet ihr diesen Zwerg jetzt hier gleich hin, weil er an Angrosch... Wir richten Leute hin, die die Einheit des Reiches und der Praioskirche gefährden. Wo habe ich denn bitte die Praioskirche jemals gefährdet? Durch eure Taten? Durch eure Gedanken? Ihr habt willentlich und wissentlich der Auftraggebung des Plünderns von Tempelschätzen beigewohnt. Und habt nichts getan und nichts gemeldet, wohl wissend, dass nicht zu handeln Sünde ist. Wenn ich ihr habt Ketzerei beigewohnt und ihnen Unterschlupf gewährt, wohl wissend, dass solches Handeln Sünde ist. Wenn ich die Praioskirche stürzen möchte, dann kann ich das jederzeit tun. Ich habe es nicht getan. Und Abelmir, ihr wisst auch warum und was ich damit meine, oder? Ihr wart unten in der Noralexakrale. Ihr habt gesehen, was sich dort unten befindet. Gewiss. Und ihr habt es Jalan noch nicht gesagt, richtig? Und deswegen müsst ihr sterben. Und mit genau diesem Wissen könnte ich jederzeit an die Praioskirche herantreten. Oder an den aventurischen Boten. Ihr werdet niemanden herbeitreten. Abelmir, ein Wort bitte. Wenn ihr mich richten mögt, ich bin gerne bereit zu sterben, aber dann nur für eure namenlosen Zweifel. Denn diese werden an euch nagen. Dessen seid gewiss. Wir haben keinen Zweifel. Wir wissen ganz genau, was ihr seid, warum ihr es seid und was ihr getan habt. Es geht hier nicht um mich. Es geht um das große Ganze. Habt ihr das immer noch nicht begriffen? Und deswegen müsst ihr sterben. Gareth ist auf eine Lüge aufgebaut, genauso wie die Praioskirche. Und das sind die namenlosen Zweifel, die in euch nagen. Die euch euer ganzes Leben lang begleiten werden, wenn ihr mich hier und jetzt richtet. Das ist völlig okay. Mein Leben spielt keine Rolle. Genauso wie der Kult keine Rolle spielt. Aber ihr werdet überleben und ihr werdet diese Zweifel vorantragen. Sie werden an euch wachsen. Berichtet doch Jalan, was ihr gesehen habt. Wir sind nicht so schwach wie ihr. Abelmir, kommt. Ja. Ihr werdet die Nächsten sein, die euren Namen in diese Steinplatte ritzen. Die Steinplatte ist vernichtet. Genau wie der Rest von eurem Tempel. Es ist alles vernichtet. Es bleibt nichts übrig von eurem Werk. Ich schnapp dem euer Vorgänger. Das Mordenziel mit nach draußen. Abelmir? Ja. Was genau habt ihr gefunden und warum seid ihr gerade so wild darauf, den Mann hinzurichten, bevor er es jemandem erzählen kann? Dies ist eine längere Unterhaltung. Die sollten wir nicht hier und jetzt führen. Gib mir die Kurzfassung. Es gibt keine Kurzfassung davon. Wir werden noch heute Abend in der Villa Bardosru genau unterhalten. Und ihr werdet mir zustimmen, dass dieser Mann hingerichtet werden muss. In aller Schnelle, in aller Kürze und aller Stille. Es liegt nicht in unseren Händen. Dies liegt, muss in unseren Händen liegen. Wenn ihr erfahrt, was dieser Mann und sein Kult getan haben, werdet ihr mir zustimmen. Was ist diese Lüge, von der er spricht? Wie gesagt, die Zeit ist jetzt nicht... Wenn ihr es mir nicht sagt, frage ich ihn jetzt drinnen. Und ihr wollt euch Lügen erzählen. Möglich. Während ihr beide draußen seid und euch unterhaltet, wird der Rondrianer mal an
Voltax heranhumpeln. Wie gesagt, er hat nur ein Bein mittlerweile und tritt dann an die Zellentür heran, stürzt sich da auch so ein bisschen mit seiner verbliebenen Hand ab. Sie werden mich demnächst hinrichten. Aber das ist völlig okay. Ihr solltet euch nur fragen, werden sie auch euch töten? Weil ihr am anderen Gott anhängt und deren Glauben verbreitet? Weil ihr an Angrosch oder an Sumu glaubt? Sie werden euch genauso töten. Das bezweifle ich. Dann solltet ihr aufpassen. Ist er kein Ketzer. Im Gegensatz zu euch ist er kein Paktierer für einen Erzdämon. Wo bin ich denn Paktierer? Wo habe ich denn ketzerische Dinge verbreitet? Beweist es mir! Euer Dämonenmal, diese ewig blutende Wunde, sagt doch schon alles. Ich verbrenne nicht. Ich habe lang genug Paktierer getötet, vielleicht mehr als ihr jemals zusammen aufbringen könnt. Ich habe sie hingerichtet. Das glaube ich sehr wenig. Mit all ihren Namen. Nein, eure Schuld ist erwiesen. Ihr habt die Leute zu diesem ketzerischen Verhalten angestiftet. Hört ihr das, Zwerg? Sie unterstellen mir Dinge, die sie nicht beweisen können. Die sie gar nicht beweisen wollen. Und sie werden mich gleich töten. Und das ist okay. Aber sie werden euch genauso in ihren verräterischen, hinterhältigen Plan mit einweihen. Ach, der Einzige hier, der ein Verräter ist, seid ihr. Denn ihr habt Rondra verraten. Und dafür werdet ihr von ihr gerichtet werden in eurem Ableben. Voltax, ihr solltet eines wissen über diese Sekte. Sie erzählen nichts als Lügen. Lügen, Verrat, Illusionen. Sie wissen nicht einmal, wie die Wahrheit überhaupt genannt wird. Alles ist für sie nur eine Manipulation. Das erste Zeichen ist, dass sie ihren Namen ablegen. Das zweite, dass sie ihre Körperteile ablegen. Das dritte, dass sie ihr Leben freiwillig ablegen. Ja, ihr könnt sehen, wie die Tür wieder aufklickt und Daniel und Abel mir wieder eintreten. Ja, guckt sich kurz um. Habe ich euch erlaubt, euch zu bewegen? Ihr habt es mir nicht verboten und solange mir diese Zellentür nicht noch kleiner gemacht wird, werde ich mich hier im Inneren bewegen können. Seid doch froh, dann könnt ihr mir das Schwert gleich in die Brust stechen. Müsst nicht jetzt aufschließen. Dies werde ich nicht tun. Ihr habt von einer Lüge erzählt, auf der angeblich diese Stadt und diese Kirche errichtet sind. Wenn euch Paras schmetternder Bannstrahl nicht gleich verbrennt, erzählt mir doch, was ihr denkt, dass die Lüge ist. Ich finde es viel amüsanter, wenn eure Freunde euch davon berichten, denn eure Freunde wissen bereits, worum es geht. Und vielleicht sind sie gar nicht so eure Freunde, wenn sie euch die Wahrheit gar nicht berichten wollen. Darüber solltet ihr euch auch mal Gedanken machen. Euer Amüsement steht hier nicht zur Debatte. Und ihr könnt euren Zwietracht woanders hintragen. Eure angeblichen Zweifel, die wir haben werden. Na, ihr seid wahrlich lächerlich. Habt ihr noch weitere Fragen, Greifenmund? Ich habe das Gefühl, dass es irgendwas hier gibt, das noch nicht Tageslicht gebracht wurde. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo man danach suchen sollte. Ich denke nicht, dass er weitere seiner Mitpaktierer verraten wird. Das würde eher seinem angeblichen Gott nicht dienen, nicht wahr? Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob er diesen Kult vernichtet. Die Dinge sind längst passiert. Und damit meine ich, dass sowohl diese Stadt auf einer Lüge aufgebaut ist, als auch die gesamte Herrschaftsfamilie, als auch die Praios-Kirche. Ihr könnt diese Sachen alle nicht mehr verhindern. Das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, dass ihr selbst entscheidet, wie ihr mit diesen Dingen umgehen wollt. Das haben wir schon längst und ich werde keine schlaflose Nacht deswegen verlieren, glaubt mir. Wir werden alles tun, damit die Praios-Kirche das Reich weiter bestehen bleibt. Und ihr könnt euch eure Zweifel sonst wo hinschieben. Was auch immer es war, oder gewesen ist. Die Götter haben es gesehen, sie haben darüber gerichtet. Offensichtlich haben sie es für sehenswürdig empfunden. Und sie halten weiterhin ihre schützende Hand über uns. Das Einzige, was zählt, ist, wofür diese Stadt jetzt steht. Wofür Praios jetzt steht. Wir sind hier fertig. Und es sind die Taten, die uns ausmachen, nicht die Worte. Die Taten, also das, was jetzt gleich passieren wird, dass man mich tötet? Ein Ketzer wird hingerichtet, so wie es göttergefällig ist. Meine Herren, als keiner von euch mehr Fragen hat, werden wir
Aljek von den Drachenzwinge jetzt seinem Schicksal überlassen. Preios Vult. Preios Vult. Tötet ihn. Wenn ihr mich doch wohl alleine lassen würdet. Ja, nicht so viel. Wenn ihr euch sicher seid, soll ich einen der anderen Pioten holen? Nein. Kommt, Boltax, gehen wir. Ja, besser ist es. Wenn es keine Zeugen für meinen Tod gibt, dann kann ich jederzeit wieder auftauchen. Dann solltet ihr euch mal überlegen, was hier vielleicht passiert ist. Jalan wird euch vielleicht darüber berichten, dass ich vor 2 Wochen gestorben bin. Vielleicht tauche ich wieder auf. Dann solltet ihr euch mal fragen, warum Jalan mich nicht getötet hat, sondern mich hier herausließ. Im Gegensatz zu euch vertrauen wir einander. Ich weiß, das ist für euch ein Fremdwort, da ihr dem Dämon der Zwietracht dient, aber nun ja. Dann bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn ich in 2 Wochen wieder da bin. Dann werden wir euch wieder vernichten. Aber dann hat Jalan mich an dieser Stelle nicht getötet. Nein, das bedeutet nur, dass ihr ein Dämonenpaktierer seid und ein weiteres Geschenk von eurem widerwärtigen Herrn erhalten habt. Und ihr werdet wie jeder Paktierer, den wir zuvor erschlagen haben, wieder erschlagen. Ihr könnt diese Krankheit nicht ausrotten. Aber wir können sie bekämpfen. Und wir werden sie bekämpfen. Wir werden euch nicht weiter hier wuchern lassen, wie, ja, die Krankheit, die ihr seid. Arenor, genug der Anfeindungen. Er hat von sich selbst als Krankheit gesprochen. Nun, sie sind ziemlich krank im Kopf. Kommt, wir gehen. Ja. Ich drehe mich dann wieder zu ihm um. Ja, er lässt sich auch gerade auf sein Knie runter, damit du ihm dann das Schwert in die Brust stechen kannst. Breitet seinen Arm aus. Aljek. Nenn mal einen guten Grund, euch nicht hinzurichten. Es spielt keine Rolle. Wenn es keine Rolle spielt, warum tut ihr es dann? Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, was die Märtyrer getan haben, sondern es geht um die Zweifel in euren Herzen. Ihr seid die größten Helden Aventuriens, die das Zeitalter in den letzten 100 Jahren gesehen hat. Ihr habt einen Heptarchen aufgehalten und ihr werdet viele weitere Heptarchen aufhalten. Und das sind die Zweifel in euren Herzen, die der Gott der Götter will. Es geht darum, dass ihr wisst, dass Gareth auf einer Lüge aufgebaut wurde. Und die Praios-Kirche. Und dass sie hier noch herumlaufen. Seht ihr, ich denke, da unterscheiden wir uns. Es ist nicht wichtig, ob ich es weiß oder nicht weiß. Praios weiß auch von allen Sünden, die ich begangen habe. Und doch habe ich mich in seinem Glanze von ihm reingewaschen. Denn Praios ist auch gnädig. Zu mir, zu euch, zu allen, die ihn verschmähen. Doch ihr werden jetzt noch alle Gelegenheit erhalten, für den rechten Pfad zuzuwenden. Wir sehen uns in der Sternenlehre. Ich verlasse mich drauf. Und dann lasse ich ihn hier stehen. Hier von außen ab. In aller Ruhe. Die Treppen hinauf.